Wort. Danke. Hi. Ihr seid geil hier oben. Ihr seid verdammt viel, Mann. Ich möchte anfangen, indem ich mich erstmal bedanke bei allen, denen ich das zum Verdanken habe, dass ich heute hier oben stehen darf. Das erfüllt mich mit Stolz, ganz tief in meinem Herz, dass ich hier heute stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen sein darf, um euch unsere Geschichte zu erzählen. Ein Thema der letzten Tarifrunde war die Tarifbindung. Und warum das nicht so wichtig ist, das will ich euch kurz darstellen. Es gibt hier in der Region Stuttgart nicht nur die großen Bosch, Daimlers und Porsches. Es gibt auch verdammt viel kleinere Betriebe, die auch Mutterkonzerne angehören, die tarifgebunden sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir arbeiten zum Beispiel bei Voith, ein milliardenschwerer großer Konzern mitten in Baden-Württemberg mit über 10.000 Menschen allein in Deutschland. Da läuft doch bestimmt alles rund, denkt jeder, oder? Das ist weit gefehlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor noch 6 Jahren, da arbeiteten meine Freunde und ich in einem Unternehmen, dem Voith nur auf der Tür stand. Hinter der Tür, da war es wie in den guten alten Zeiten, als die Arbeitgeber noch mit Willkür bestimmten, wer wie viel Geld bekommt, wer wann wie lange arbeitet, wer ein Weihnachtsgeld bekommt oder auch nicht, wer wann in Urlaub fährt und wer wie lange. Und es war sogar so schlimm, und das kann ich hier heute oben sagen, ohne dass ich rot werden muss dabei, dass man freitags nach einem 10-Stunden-Tag, kurz vor Feierabend, nur auf die Mitarbeiter zugegangen ist und hat gesagt, hey du, könntest du morgen nicht noch ein paar Stündchen? Wenn es dann nicht gegangen ist, dann hat man den Kollegen erklärt, dass man dann auf ihre Arbeitskraft auch ab Montag verzichten kann. Das Ganze natürlich ohne ein Bitte. All das und noch mehr sorgte letzten Endes dafür, dass wir Kollegen uns an unserem Standort organisierten und mit der Hilfe von ein paar mutigen Kolleginnen und Kollegen und der Hilfe unserer großen Brüder vom Voith und natürlich mit der IG Metall am Ende einen Betriebsrat gründeten, um uns letzten Endes nicht nur unsere Würde zurückzuholen, sondern auch eine Zukunft zu schaffen, in der alle etwas mehr davon haben. Ja, das war schon so eine gute Sache mit so einem Betriebsrat. Hatten die Kolleginnen und Kollegen jetzt wenigstens einen Ansprechpartner. Doch so richtig zufrieden war auch noch keiner. Es war einfach nichts Halbes und auch nichts Ganzes. Der Tarifvertrag, der den Voith-Kollegen aus den großen Standorten immer zur Verfügung stand, war bei uns noch nicht am Greifen. Es mussten mehr Mitglieder her. Nach der Tarifrunde 2015 waren schon recht viele Kolleginnen und Kollegen an unserem Standort in Rutesheim in der Gewerkschaft organisiert. Und hier, da passierte nun eine ganz wichtige und entscheidende Wendung in unserem Problem der Tarifbindung. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen damals stand zur normalen tariflichen Lohnerhöhung eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Die tariflichen Lohnerhöhungen, die hat uns unser Arbeitgeber immer mitgegeben. Aber die 150 Euro, die wollte oder konnte er nicht bezahlen. Das war damals für die Kolleginnen und Kollegen so eine Art Initialzündung. Man hat richtig gehört, wie es Klick gemacht hat. Und so machten sie für einen Tag Gebrauch von der neuen vom Betriebsrat verhandelten Betriebsvereinbarung zur Arbeits- und Gleitzeit. Sie trafen sich morgens um 6, wie immer. Aber nicht um zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie waren zusammen frühstücken. Und zwar gemeinsam. Sie trafen um 8:30 am Arbeitsplatz ein, um dafür dann eine ganze halbe Stunde zu arbeiten bis um 9, bis zur Vesperpause. Auch die Mittagspause
wurde auf die höchstmöglichste Mittagspausenzeit ausgedehnt. Und natürlich der frühestmögliche Feierabend wurde genutzt. Rückblickend ging an diesem Tag nicht viel. Der Arbeitgeber merkte das dann doch auch recht schnell und also fragte, was los war. Da haben wir an die 150 Euro erinnert. Ganz nebenbei war das natürlich ein Ausversehen und die 150 Euro haben wir ganz schnell nachbezahlt gekriegt. Das wirklich Tolle Tollste an der Sache war nicht die 150 Euro. Das Tolle war, dass man gesehen hat, dass nach nur 3 Jahren die Leute so zusammengeschweißt waren, dass die bereit waren, aufzustehen und für ihre gute Sache zusammen aufzustehen. Also kam, was kommen musste. Und der Arbeitgeber wurde im Herbst 2015 offiziell auf einer Betriebsversammlung von der IG Metall aufgefordert, in Tarifverhandlungen zu treten. Diese Tarifverhandlungen begannen dann auch im Frühjahr 2016. Am Anfang waren die noch recht träge. Dann kam unsere erste Aktion, die wir gemeinsam mit unserem wunderbaren Gewerkschaftssekretär Michael Kocken abhielten. Micha, du geile Sau, danke. Hier, bei dieser Aktion hatten wir, obwohl es wirklich bitterkalt war, ich meine es war minus 10 oder minus 12 Grad, einen Infostand vor dem Hauptgebäude in Rudesheim in Sichtweite aufgestellt, dass er uns auch sieht. Und da kamen tatsächlich, obwohl es bitterkalt war, auch jede Menge Kolleginnen und Kollegen, die sich da informiert haben und beraten haben lassen. Die Aktion hieß Flammende Herzen und die haben wir da auch an dem Tag echt gebraucht. Die zweite Aktion, und auf die bin ich bis heute verdammt stolz, die ging von unserer Belegschaft selber aus und ließ wieder sehen, dass hier in Rudesheim Menschen bereit waren, für eine gemeinsame Sache aufzustehen. Mehr als 50% der Belegschaft und sogar fast 90% des gewerblichen Bereichs begleiteten damals die Tarifkommission zum Verhandlungslokal. Natürlich hat es den Arbeitgeber kaum beeindruckt, dass wir zahlenmäßig mit so vielen Leuten erschienen sind. Nur so viel sei gesagt, obwohl es ihn überhaupt nicht berührte, hatten wir an diesem Tag ein Teilverhandlungsergebnis und eine Unterschrift, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 01.01.2017 trat unser Haustarifvertrag in Kraft, indem wir uns nicht nur unsere uns gestohlene Zeit wiedergeholt haben, nämlich mit der Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich. Nein, dazu kam auch, dass die meisten jetzt mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen. Teilweise gibt es bei uns im Unternehmen Kollegen, die auf ihr gesamtes Jahresbrutto jetzt mehrere tausend Euro auf dem Konto haben. Außerdem muss bei uns auch kein Kollegin und kein Kollege mehr Angst haben, wenn er mal ein bisschen älter ist und immer so kann wie in der Jugend. Auch Alters- und Gehaltssicherung ist mit dabei für die Kollegen. Für die meisten von euch ist das alles so seit dem ersten Arbeitstag ein Standard. Den noch viel mehr von euch so viel zu lange als selbstverständlich hernehmen. Auch deswegen stehe ich heute hier. So wie es uns vor 6 Jahren noch ging, geht es noch verdammt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Das darf so nicht sein. Hier müssen wir endlich alle mal wieder so richtig Solidarität leben und nicht nur zu Kundgebungen für mehr Geld. Wir müssen diese Menschen unterstützen. Die Arbeitgeber, die werden uns gar nichts schenken. Wir müssen uns holen, was uns zusteht. Glück auf! Ja.